Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Auf dem Weg zu Sekops Hof werde ich jetzt noch die beiden Feldräuber beseitigen. Für die Erfahrung, für den Ruhm. Und nicht zuletzt, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es da noch eine Quest geben wird, die da heißt, ich habe da so ein Feld mit einem Teich drauf, beseitige mal die ganzen Feldräuber. Nee. Die sollen nicht auf mich aufmerksam werden, die beiden Lurker da. Auf die habe ich keine Lust. Aber ich habe hier Heilpflanzen gesehen und die hätte ich dann doch gerne. So, wunderbar. Damit ist hier alles erledigt. Sämtliche Feldräuber hier in der Umgebung habe ich, glaube ich, beseitigt. Tötet, umgebracht, aus dem Weg geräumt, wie auch immer. Und falls jetzt irgendwer zu mir kommt und meint, ich soll Feldräuber beseitigen oder Felder aufräumen von Feldräubern, dann kann ich sagen, ja, habe ich schon gemacht. Bitteschön, gerne doch. Hey! Hast du noch was für mich? Nee. So, jetzt aber auf zu Sekops Hof. Das ist, glaube ich, da hinten. Da steht allerdings ja auch der Typ, um der mit mir kämpfen will, der von mir Geld will. Das werde ich dem nicht geben. Dem werde ich gemütlich aus dem Weg gehen. Rieger Bauer. Hat Balthasar vielleicht eine Ahnung, was für einen Gefallen ich dem Bauer Benga tun kann? Nee. Na gut, dann rede ich nochmal mit Sekop eben. Aber ich glaube nicht, dass es da was Neues gibt. Oder? Ist hier was Neues? Ich kann ihn bedrohen, aber das macht irgendwie keinen Spaß. Ich könnte hier schlafen. Wäre ein bisschen daneben, wenn er mich fragt. So, ich werde mal hier anfangen, an dieser Felswand. Und mich außen rum tasten. Weil hier ist ja irgendwo sein müsste. Mir fehlen noch 20 Lebenspunkte. Wie kriege ich die? Ich kann davon zum Beispiel 2 futtern. Dann habe ich auch gleich meinen Mana wieder voll. Und dann noch 12, was soll's. Waren halt 2 zu viel. Ist ja auch egal. So. Und dann werde ich jetzt an dieser Wand entlang die Höhle der Banditen suchen. Und dafür müssen zuerst mal diese Feldräuber weg. Wunderbar, das hat super geklappt. Jetzt kann ich noch ein bisschen Zeug aufsammeln und irgendwie bin ich gerade froh, dass ich schon beim letzten Mal, als ich hier war, diese dämlichen Skelette aus der Welt geschaffen habe. Aus der Welt geschafft habe. Denn die wären mir jetzt echt böse gefährlich geworden. Was ist das denn? Jasmin, 510 bis 545. Isolde, 25 bis 55. Und da hinten sind irgendwo Goblins wieder. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen ängstlich, hier so mitten im Wald. Rostiges Schwert. Oh je, Skelette. Skelette. Goblin-Skelette. Ach, verdammt. Aber hier, immerhin, bin ich mir relativ sicher, dass hier die Banditen nicht sind. Das ist ja schon mal was. Ach, komm schon. Ich will die jetzt nicht von den Bauern töten lassen und die Erfahrung nicht abstauben. Ich will die Erfahrung selber kriegen. Irgendwann, wenn ich stark genug bin. Aber das heißt dann wohl, dass ich da erstmal nicht hin kann. Ich laufe da mal gemütlich um den Nebel außen rum. Aber immerhin, wie gesagt, immerhin sind da die Banditen nicht. Da bin ich mir relativ sicher, denn die hätten sich schon längst mit den Skeletten da angelegt. Ja,
Das heißt, ich verpasse da jetzt erstmal nichts. Es könnte natürlich sein, dass die auf der anderen Seite da rechts irgendwo sind, die Banditen. Tja, aber irgendwo muss ich anfangen, ne? Und wenn ich dann rechts bin, dann kann ich mir sagen, ja, vielleicht sind die auch links irgendwo, ne? Und dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Bitte nur einmal. Nur eine Fliege, bitte. Ja, so ist gut. Das war ja einfach. Nichts zu holen. Ey, die waren im ersten Teil aber stärker. Deutlich stärker. Na, komm her. Du kannst doch nichts. Komm her! Ja, komm halt her. Okay, das war gerade auch ein kritischer Treffer von mir gewesen, bei der ersten. Ein Wolf! Wo? Ganz schön gefährlich hier im Wald, ne? So mit Wölfen und Fliegen. Noch ein Wolf! Ah, jetzt kommt ein Skelett. Hilfe. Kämpfen die? Nee. Ja, noch ein kommt ein Skelett. Vielleicht bin ich ja doch falsch. Hilfe. Ey. Du hast keine Lust mehr, mich zu verfolgen. Gib's zu. Oh nee, guck mal. Jetzt greift das Skelett da die Bauern an. Haben die Skelette gerade den Wolf umgebracht? Da bilde ich mir das ein. Die haben tatsächlich den Wolf umgebracht. Ach nö. Ein Mistvieh weniger. Ach nö, nicht schon wieder einer. Ah, die sind echt nervig. Da muss ich die wohl echt mal loswerden hier, indem ich sie zu den Bauern locke. Schaffen die das? Die schaffen das bestimmt, oder? Ein Mist wie weniger. Entschuldigung. Steck die Waffe weg, Kerlchen. Balthasar? Tut mir leid. Wollte ich nicht schlagen. Das war ein Versehen. Das hat einen Nachteil hier, wenn im Kampf automatisch. Hey. Das nächste Ziel anvisiert wird, dann kann halt auch sowas passieren, dass man seine Freunde aus Versehen angreift, nachdem der Gegner umgefallen ist. So, wenn ich schon die Erfahrung nicht gekriegt habe für den, will ich ihn zumindest ausnehmen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier links bin ich falsch bei den Skeletten. Ja, komm, jetzt habe ich einen Punkt verschwendet. Ist doch egal. Ah, meine Güte. Hier, das sind die Skelette. Ich versuch's auch mal da drüben. Mit gezogener Waffe. Und ehrlich gesagt, weil gerade so lange alles gut gegangen ist, spare ich echt noch mal eine Runde. Ist mir gerade egal. Wie oft ich in dieser Folge speichere. Was ist das? Da, das sind Keiler, oder? Ich glaube, ja. Ist hier ein Weg? Eigentlich. Ah, der hier. Aber der endet da. Lag da nicht gerade irgendwas? Nee, sah nur so aus. Das wird wohl nix so. Ach, guck mal da, Feldräuber. Mit denen werde ich fertig. Dann habe ich hier zumindest noch ein kleines Erfolgserlebnis am Ende der Folge. Oh ne, da kommt der Nächste. Nein, nein, da kommt der Nächste. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, jetzt kann der Nächste kommen. Komm her. Komm her.
Fein. Kann ich denn in die Mühle da reingehen? Oh, eine Holzfällaxt. Das ist gut. Ich würde da gerne reingehen. Ich meine, so eine Mühle, in die man nicht rein kann, ist ja schon irgendwie sinnlos, oder? Ziemlich. Dann ist es wohl nur Deko. Oh, was haben wir da hinten? Das sieht kaputt aus. Vielleicht sind da die Banditen. Vielleicht sind ja gar nicht in der Höhle, sondern in so einem heruntergekommenen alten Gebäude. Irgendwie. Da hinten. Das da. Ach, die Windmühle dreht sich sogar. Und die da, die dreht sich nicht. Okay. Interessant. So, wieder ein bisschen Erfahrung gekriegt. Was gibt's hier denn hier oben? Wie gesagt, vielleicht sind ja hier die Banditen. Nee, warte mal, hier sind Schafe. Was machen denn die Schafe hier? Das sieht verbrannt aus. Das sieht ziemlich verbrannt aus. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Bei Ona. Guckt da gerade jemand? Ich glaube nicht. Eine Steintafel. Sehr schön. Ist das ein Teller, den ich nehmen kann? Nö, aber ein Lederbeutel. Gute Sache. Lederbeutel mit... Was ist da drin? 25 Geld. Sowas nehme ich immer gerne mit. So, dann hätte ich hier noch eine Waldbeere und... Nein! Das war blöd. Ich dachte, das wäre die da. Ah, das war ein bisschen blöd. Aber eigentlich auch nur halb so wild, weil Geschicklichkeit brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nicht... Ich werde ja nicht Bogen schießen. Habe ich zumindest nicht vor als Magier. Komm ich da hoch? Nö. Dann bin ich gerade... Puh, vielleicht da hinten? Aber nee, es ist ja hinter Seekops Hof, ne? Nicht hinter Onas Hof. Ich werfe einen Blick auf die Karte. Wo bin ich denn hier? Ja, okay, wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann komme ich wieder hinter Seekops Hof. Vielleicht reicht es ja schon. Ich höre Goblins. Die Frage ist nur, sind es Skelette oder richtige Goblins? Und wo sind die? Da vorne. Das sieht mir nach Skeletten aus. Ja, das sind Skelette. Ja, ah, da ist ja einer. Hilfe! Hilfe! Zu Hilf! Na, es sind zwei. Mit einem hätte ich mich jetzt angelegt, aber nicht mit zwei. Nee, lass mal. Keine Lust. Alarm! Wie sie alle sich draufstürzen. Finde ich super. Dankeschön, Jungs. Danke. Das war's mit dir, Mistvieh. Warte mal. Was? Ich will mit dem nicht reden. Ich will das Skelett ausnehmen, genau. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält? Ey, wen meinst du? Ich bin ganz gut. Zum Glück sind die hier nicht so klug zu merken oder sich zu merken, dass ich hier so feige war, mit den Skeletten herzuflüchten, statt sie selber zu bekämpfen. Denn sonst könnte ich das Söldner werden wahrscheinlich komplett vergessen. Und irgendwie hängt da auch gerade meine Steuerung. Das heißt, ich werde hier ohnehin, ist die Folge auch quasi schon wieder zu Ende, werde ich hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.